So, und hier ist auch was für den lieben Felix dabei. Oh, Warst du denn danke. auch schon artig? Ja, wirklich. Kannst du in jeder Folge Ramble anstehen? Anstehen? Ansehen, anschauen. Irgendwann. Jo, was geht ab? Mein Name ist IWZI. Der Dena packt fleißig seine Geschenke nicht aus, hoffentlich. Erst später. Noch Okay. ist es nicht so weit. Immer erst abends an Heiligabend. Okay, aber War es ist schon dunkel. das bei dir so, dass es bei dir abends Ja, immer. klar, es gibt immer erst abends Ja, ne? Geschenke. Denn heute gibt es eine kleine Special-Folge Ramble, denn wir haben den 24. Dezember, wie ihr sehen könnt. Alle Kerzen Wahrscheinlich leuchten. schauen gerade viele, die sich das anschauen, schauen sich das am Heiligabend an, während sie warten müssen, bis die Geschenke kommen. Meinst du? Ja. Das würde mich mal sehr jetzt schon mal in den Kommentaren interessieren, ob das Leute machen. Ich glaube, die Folge kommt auch ein bisschen früher, denn abends sind vielleicht schon, ist schon vielleicht der ein oder andere dabei, fleißig die Geschenke auszupacken. Und bei mir war es immer so, mittags saß ich immer schon zu Hause, wusste gar nicht, was ich machen sollte. Wir sind immer so, also gegen Abend, Nachmittag zu meiner Oma gefahren und den Tag über war ich immer schon ganz aufgeregt, habe mich immer gefreut, was geht ab, was Habt denn bekomme ich für Geschenke? bei euren Großeltern habt ihr dann Ja, immer bei Geschenke meinen geholt? Großeltern. Okay. Wie war das bei dir? Mit wem hast du? Bei wem hast du? Bei mir war es halt immer zu Hause. Ach, kalt auch schon War geworden. es denn auch schön, dass du eine Decke Ja. hast? Ich hab das nicht. Und warmen Kakao auch. Du bist gut ausgestattet. Wahrscheinlich habe ich genau dasselbe in meinen Geschenken drin, aber ich packe die ja später aus. Ja, okay. Also bei mir, bist du denn immer zur Kirche an Heiligabend oder gar nicht? Ich bin tatsächlich, also meine Mutter hat mich immer gezwungen. Damals war das für mich auch ganz normal, das war so ein Ritual, immer so in die Kirche gehen. Und das war aber für mich immer ja, so eine Art Tortur. Ich wollte halt immer unbedingt dann schon zu meiner Oma. Und dann sind wir in die Kirche gegangen und waren immer so relativ später und die Kirche war immer so komplett überfüllt. Ja. Also wir sind immer so, meine Mutter war immer so, die hat immer gesagt, wir müssen jetzt früher dahin, dann sind wir eine halbe Stunde früher dahin, aber die halbe Stunde war halt immer noch zu spät und dann war man ganz hinten in der Kirche, war genau vor so einem Pfahl, dass man nicht sehen konnte, Ja. nur hören konnte und dann stand man da so 1,5 Stunden rum und hatte schon nach einer Viertelstunde Rückenschmerzen und das war echt so eine Art Tortur, also ich fand das nicht so geil. Warst du auch in der Kirche Ich war, wir immer? waren früher auch immer in der Kirche, auch so ritualsmäßig halt und so, und das macht man ja so, aber irgendwann halt nicht mehr. Wir haben dann stattdessen haben wir so einen Weihnachtsspaziergang, machen wir immer. Echt? Sind wir so an der Küste dann so längs gelaufen und An so der die ganze Küste, das Familie ist so zusammen. surreal da, wo hier in Köln so, wenn du erzählst, ja, an der Küste Ja, wir längs leben ja gelaufen. da. Ja. Und da kann man halt dann so einen schönen Spaziergang längs machen mit dem Meer, was du dann so siehst. Das ist Und gut das ist eigentlich an. ganz cool. Das ist auch so besinnlich und das bringt ja so zusammen. Also eigentlich ist Weihnachten ja an sich ein kirchliches Fest. Und deswegen sagt man ja auch so, viele Leute sind ja gar nicht mehr gläubig und so weiter. Und dann einmal an Weihnachten, aber trotzdem oder so. Und das macht nicht so viel Sinn. Aber ich finde halt, Weihnachten kannst du auch einfach kannst Familienfest. ohne, ja, nicht nur unbedingt als Familienfest, sondern einfach als besinnliches Fest. Das musst du nicht unbedingt mit der Religion so verbinden. Das haben die Christen ja auch damals gemacht, dass sie dann, wenn sie dann neue Gesellschaften wie ist das Wort dafür? Wenn du missioniert, weißt du, wenn du missionierst und dann halt zu neuen Religionen bekehrst, zum Christentum, dass sie dann die alten Feste einfach übernommen haben, denen vielleicht andere christliche Namen und Bedeutungen gegeben haben. Sowas gibt es halt immer und ich finde, Weihnachten ist ein ganz schönes Fest, wo halt dann was besinnlich ist, wo man alle zusammenkommen und da muss nicht immer unbedingt die Kirche hinterstehen, auch wenn die Kirche das eigentlich ein kirchliches Fest ist. Von daher finde ich, ist Aber einfach das so heißt, schön, kannst du besinnlich zusammenkommen, ohne dass du unbedingt Christ sein ja. musst. Aber ihr habt am 24. habt ihr auch mal so ein Ritual, dass ihr erst einen Spaziergang gemacht habt, dann in die Kirche gegangen seid und Oh, dann. jetzt, ja, jetzt, also erst Kirche immer und dann haben wir irgendwann, Ach wir so. haben uns hat das halt auch nicht so gefallen. Also es gab ab und zu gab es auch so coole, also in Lübeck gibt es zum Beispiel in St. Marien gibt es so einen schönen Gottesdienst eigentlich. Vor allem für Kinder war das so ein großes Spiel, was sie dann da aufführen, das ist dann eigentlich ganz schön. Aber irgendwann hat uns das auch nicht mehr gefallen und dann sind wir halt auch, dann haben wir Weil ihr uns jetzt auch nicht so gesagt, gläubig seid, dass ihr jetzt da nee, absolut groß. nicht. Ja. Also, das heißt, würdest du später eventuell mit deinen Kindern in die Kirche gehen? Ich weiß nicht, weil vielleicht so um denen da sozusagen, das ist ja so, sozusagen ein Stück Tradition oder so Ritual halt, dass man denen das halt mal zeigt. Aber
Ich weiß nicht, so kleinen Kindern gefällt das in der Kirche? Kommt wahrscheinlich drauf an. Manche finden es kommt das halt schön, drauf an, wenn da so ein Krippenspiel dann irgendwie und dann gibt es eine große Krippe und alles so schön beleuchtet und so, dann kommt das, glaube ich, schon ganz cool rüber, wenn du mit deiner Familie da reingehst. Aber ich finde halt, du bekehrst halt so ein Kind auch direkt mit der Religion. Mhm. Auch selbst wenn du nur so einen Gottesdienst besuchst, weil halt die Lieder mitschwingen und die Lieder im Kopf bleiben, vor allem bei einem kleinen Kind und dass du direkt halt mit diesem Gottesding so verbunden bist. Und wenn du vielleicht dein Kind so erziehen willst, dass es sich selbst entscheidet, ob es jetzt an irgendetwas glaubt oder nicht, was halt super schwer ist, weil wenn du halt erstmal 15 Jahre lang keine Religion praktizierst, dann um eben ein Kind nicht irgendwie vorzubeeinflussen, dann ist das schwer, das dann überhaupt noch irgendwo dahin zu bekommen. Aber ich weiß nicht, ist eine schwere Frage. Ich mein eigenes Kind zum Gottesdienst, ich glaube, ich würde es halt ein paar Mal zeigen, aber eigentlich dann eher nicht, sondern ich finde halt das eigentlich ganz cool, wie wir das halt jetzt gemacht immer machen mit der Familie, dass wir halt so einen Spaziergang machen und so auch als Ritual halt. Mhm. Ohne dass da irgendwie eine religiöse Bedeutung hinter ist, aber einfach, dass es schön ist, zusammenzukommen und einfach mal runterzukommen, alle auch. Ja. Dann schön was zu essen. Wir haben immer als Ritual, dass wir Marzipankartoffeln, aber nicht die ihr jetzt vielleicht kennt, so Marzipanmasse, die so in Kakao gewälzt ist, nicht diese kleinen Kugeln. Ja. Sondern es gibt auch so Marzipankartoffeln von Niederegger in Lübeck. Das ist dann so ein Dessert, ist das. Ne? So ein, so ein Konditorenprodukt. Das ist, da drin ist so Vanillepudding, also so eine ganz, nicht nur so ein normaler Pudding, sondern so eine richtig leckere Creme ist das. Mhm. Da drum ist dann so ein bisschen so Teig, so ein ganz fluffiger, leichter, leckerer Teig. Mhm. Und dann, darum ist dann nochmal Marzipan. Und hat jeder immer, das ist dann immer so unser Kaffee trinken gewesen. So. Und dann irgendwann abends dann halt was Schönes gegessen. Ja, also Weihnachten wird ja sowieso generell immer mit Essen assoziiert. Wenn es um Weihnachten geht, dann weiß man immer so, es gibt irgendwie einen leckeren Braten oder Gans oder was weiß ich. Da gibt es ja immer die ausgefallensten Gerichte. Also ich weiß auch von meiner Oma immer, meine Oma ist natürlich die beste Köchin. Ich glaube, die meisten Omas sind die besten Köchinnen, Köche, wie auch immer. Und ich konnte das damals aber gar nicht genießen, weil wir wussten ganz genau, nach dem Essen gibt es Bescherung. Und alle, die ganze Familie immer Essen ohne Ende, Vorspeise, Nachspeise, alles ist dabei so. Und dann konnte man das als Kind gar nicht alles erwarten und hatte gar keinen Bock mehr auf Essen, obwohl das Essen mega lecker war. Man wollte einfach die ganze Zeit nur Bescherung. Und ich finde es krass, was ich an Weihnachten wirklich erstaunlich finde, ist, als man noch jung war, war Weihnachten so mit das größte Highlight einfach so. Ne? Ja, also, wegen den Geschenken. Hauptsächlich wegen den Geschenken, aber ich fand tatsächlich früher auch das Zusammenkommen richtig cool. Das hat mir immer richtig Spaß gemacht, alle nochmal so zu sehen und so weiter. Aber ich finde es krass, wie das so bei mir zurückgegangen ist. Also wie gesagt, früher war das der Wahnsinn so. Da musste man sich selber auch noch nicht so krass Gedanken um Geschenke machen, je nachdem wie alt man war. Aber mittlerweile kommt man auch so in das Alter, wo das so ein bisschen so eine Stresssituation geworden ist. Man muss Geschenke besorgen, Geschenke, die man sich wünscht. Also ich habe gar nicht mehr so diese richtigen Wünsche, denn theoretisch ist man so in einem Alter, wo man vielleicht auch ein bisschen was verdient und sich die Geschenke halt selber kaufen kann. Dafür gibt es auch noch das Remy-Video Geschenkideen, da haben wir explizit über Geschenkideen gesprochen. Und deswegen ist es so ein bisschen schwierig. Bei mir ist das so, der ein oder andere aus der Familie ist vielleicht schon gestorben. Und dann ist man nicht mehr in dieser Zusammensetzung, die man so von früher kennt. Mhm. Und deswegen hat bei mir Weihnachten echt so richtig an Wert verloren. Ich weiß nicht, ist das bei dir noch so, dass es also so ist? Bei mir hat sich das auf jeden Fall gewandelt, weil dieses Geschenkding halt gar kein Thema mehr ist für mich. Ja. So. Also da, ich wünsche mir auch gar nicht mehr irgendwas von meinen Eltern oder so, die... wollen immer, dass ich mir irgendwas wünsche, dass sie mir irgendwas Schönes schenken können. Aber mir fällt auch einfach, wenn ich überlege, fällt mir einfach nichts ein, was ich mir irgendwie so wünschen möchte. Und früher war halt wirklich Geschenke das Hauptthema. Ich glaube, das ist bei den meisten Kindern so das Geschenk, weil das ist so zweimal im Jahr, einmal Geburtstag und einmal Weihnachten, kannst du halt irgendwelche Dinge bekommen, von denen du träumst, die du halt sonst keine Chance hast, die irgendwie zu bekommen, weil du einfach von deinem Taschengeld dir sowas nicht leisten kannst. Selbst wenn du da lange sparst. Also ich hätte monatelang sparen müssen, ich hätte ein Jahr lang sparen müssen und hätte mir nichts kaufen können. Ich habe da gar nicht über Sparen nachgedacht, ich wusste nur, ich möchte das haben, das ist sehr groß, das kann nur Geburtstag oder Weihnachten sein. Das sind halt immer so unerreichbare Sachen gewesen, sollten nur dann und dann wünschen und hoffen, bitte. Und dann, und dann Weihnachten, hoffentlich ist es wirklich bekomme da. Bekomme ich das oder bekomme ich es nicht? Ja, und dann einmal so ein hart, richtig cool. War das bei euch so, dass es auch so daraus so hingefiebert wird oder so gesagt wird, ja, das war's jetzt und dann kam dann doch noch was oder... Also bei uns war das immer so, eine riesige Prozedur. Gab es, glaube ich, auch mal, aber an sich so ein Riesen, ich habe ja auch viele Geschwister und bis dann ihre Geschenke haben und dann immer so, immer nacheinander, weißt du, immer so, jetzt darf, es durfte immer einer was aussuchen, so einmal aussuchen und dann, wobei früher hatten wir so Geschenktische und da waren dann alle Geschenke drauf und dann, als dann gerufen worden ins Wohnzimmer, als es dann die Geschenke gab, alle reingesprintet, geguckt, wo ist mein Platz, oh, da ist mein Platz, oh, alles ausgepackt. Ach so war das, ja. Okay. Ja, und dann so richtig so, und dann irgendwann hat dann meine Mutter gesagt, das ist immer so zu hektisch und so, das ist gar nicht so schön. Und dann, ab dann haben wir dann immer uns zusammen um den Baum gesetzt und dann
haben wir immer so nacheinander, war man dran und durfte halt ein Geschenk rausnehmen und dann steht halt der Name drauf und okay, ist von dir und dann halt okay. So weitergeben. Das ist zwar so schöner, besinnlich, aber so als Kind dachte ich dann so, scheiße, ich will sofort meine Geschenke haben und nicht so lange warten. Ja, bei uns war das auch mal, wir saßen schon am Essenstisch, konnten in den Weihnachtsbaum sehen, der war dann komplett abgedeckt mit so einer Decke und da war dann, kannst du die ganzen Knubbel sehen, wo dann die ganzen Geschenke drunter waren und dann ist man nach dem Essen immer rausgegangen, wurde dann wieder reingerufen und dann hatten wir immer einen Leader in der Familie, der war dann immer am Weihnachtsbaum und der hat dann immer geguckt, oh, für wen könnte das denn sein? Ist es für dich? Nee, für dich ist es nicht. Und dann so nach und nach, jedes einzelne Geschenk war immer eine riesige Prozedur, bis das dann mal bei irgendwem ankam. Da war dann irgendwann mal ein Knochen für den Hund dabei und so. Das ist echt so immer für jede Altersklasse und so. Das war immer cool auf jeden Fall. Und natürlich ein riesiger Nervenkitzel. Ist es für mich das Geschenk? So ein Geschenk. Und dann in dem Karton noch ein kleiner Karton, noch ein kleinerer Karton. Das sind diese typischen Dinge. Ach nee. Weihnachten war früher echt krass. Mittlerweile ist es nicht mehr so cool. Ja, also jetzt finde ich hauptsächlich halt cool, dass man halt sozusagen aus seinem, ich habe jetzt halt sozusagen zwei Weihnachten erlebt, wo ich nicht zu Hause mehr gewohnt habe, sondern halt nach Hause extra gekommen bin für Weihnachten. Und das ist halt, finde ich, ganz schön, dass man halt nochmal zusammenkommt. Und ich sehe halt sonst meine Familie kaum. Und dass man ein bisschen so runterkommt von dem ganzen Stress, den man sonst hat. Weil Weihnachten ist einer der wenigen Zeitpunkte im Jahr, wenn ich der Einzige, wo wirklich fast jeder so Urlaub hat und ein bisschen, man alles ein bisschen langsamer läuft und so. Und dann die Zeit zwischen den Jahren. Ja, das zieht sich dann ein bisschen bis Neujahr, genau. Ja, und das finde ich ist eigentlich ganz schön. Schön. Ja, wie verbringt ihr eure Weihnachtstage? Was habt ihr euch gewünscht? Ja, schreibt uns rein in die Kommentare. Und falls ihr sie heute schon bekommen habt, dann schreibt uns rein, ob ihr was es war, ob ihr es bekommen habt. Schönen Weihnachten. Ja, sehr oder schön. Auch nicht. Schreibt es in die Kommentare, das war's. Ja, manche mögen Weihnachten ja nicht so gerne. Ne? Ja, ist ja auch eine sehr depressive Zeit. Leute, die vielleicht keine Familie haben, sitzen alleine da und wissen, andere verbringen Zeit mit ihrer Familie. Das trifft die auf einmal nochmal ab. Sind auch manche Leute gehören ja einer anderen Religion an oder sind eben, weil sie nicht... Feiern gar kein Weihnachten. Genau, oder weil sie an nichts glauben, feiern halt auch keinen Weihnachten. Also bei mir ist halt so, ich würde echt sagen, ich bin kein Christ. Oh Gott, was ist jetzt los? Ja, also ich ein Heide! Schon viele Werte, wo man jetzt sagen würde, das sind christliche Werte, die vertrete ich auch. Mhm. Aber für mich sind das halt keine christlichen Werte, sondern einfach die Werte, die ich als Mensch vertreten möchte. Und ich hoffe, dass sie bei den meisten Menschen in dieser Gesellschaft so sind. Mhm. Aber ich glaube nicht an die Bibel oder sonst irgendwie so. Da haben wir noch ein schönes Geständnis zum Schluss. Haben wir schon mal über Religion gerambelt? Ist auch sehr schwierig. Ne? Wir haben ja darüber geredet, Fußball eine Religion. Das stimmt, war mal was anderes. Ja. Da ging es mehr um Fußball und nicht Religion selber. Aber Religion kommt. Religion ist auch ein sehr spannendes Thema, finde ich. Ja, aber auch ein sehr polarisierendes Thema. Und da kann man schnell Sachen sagen, die andere Leute sehr angreifen oder sich angegriffen fühlen. Dann. Ja. Aber das muss man ja, wie gesagt, nicht unbedingt mit Weihnachten assoziieren. Ich würde sagen, jetzt sind wir in der Endcard, bevor wir jetzt nochmal hier das Schlechte von Weihnachten aufgreifen. Denn ihr sollt schöne Weihnachten haben und das zusammen mit eurer Familie verbringen und ganz viele Geschenke bekommen. Geschenke schenken und warme Sachen trinken, wie Kakao mit Kacke, Sahne, nicht mit Kacke. Das hat sich gerade kurz so angehört. Und ja, wie gesagt, wir sind in der Endcard, das heißt, ihr könnt den das Social Media Links abchecken und da könnt ihr sehen, wie er seine Weihnachtstage verbringt. Nee, willst du ein Foto posten von Instagram? Nee, oder? Von Weihnachten? Vielleicht. Vom Baum? Vielleicht. Mal schauen. Ihr werdet sehen. Mhm. Vielleicht auch bei mir irgendwas dabei. Und genau, da sind easy Social Media Links, Instagram, Facebook, Twitter. Und ich hoffe, ihr seht uns, das wäre sehr wichtig am Ende der Folge. Doch, man sieht uns, keine Sorge. Take it easy, nehmt das Leben nicht zu ernst. Frohe Weihnachten. Einen guten Rutsch brauchen wir gar nicht sagen, denn am Samstag sehen wir uns schon wieder beim Däner. Alles klar, Leute. Das war's für heutige Folge Ramble. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.